Wir werden jetzt zum Glockenturm gehen, vorher aber nochmal etwas von Pergamin uns anhören, weil es mich einfach interessiert. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Zimmer 29, gut, ich habe ja auch vorhin was eingesammelt. Was hört ihr denn für Marschmusik? Ihr habt uns gerammt, ja. Der Turm ist rechts von uns. Da oben am Auto steht Fred. Habe ich zumindest gerade gelesen. Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Auf Einmischung in offizielle Einsätze der Royal Army. Die Todesstrafe. Wer solch rebellische Verbrechen für schuldig gefunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Denken Sie daran, die Royal Army steht an der vordersten Front, um Kyrat gegen Terroristen und Kriminelle zu verteidigen. Möge Pergamin nicht. Sterben? Jo. Ihn hat das nicht weiter interessiert. Hallo, hallo. Ich rieche ein Geschäft. Hallo, hallo. Wir müssen bald mal wieder was kaufen. Einfach nur kaufen, damit wir das auch, damit wir noch mehr Geld einnehmen können. Ich glaube, 2 Millionen ist die aktuelle Grenze. Ich habe erst vor kurzem nachgeguckt. Ich weiß, es müssten aber 2 sein, weil 1,75, nee. 1,755, nein. 1,75 passt schon. Nicht 7,55. Eine abgesägte Version der Schrotflinte 1887 mit erhöhtem Schaden. Sie ist perfekt für das Schießen beim Fahren geeignet. Nein, danke. Ich will nur besitzen. Stets ein guter Kunde. Auf bald. Ist da ein Poster? Was ist das Gelbe da? Wie ihm einfach das Dach fehlt, wenn wir ranzoomen. Sieht traurig aus. Da muss ich gerade... Gut, Mittag sieht das jetzt nicht so herausgeputzt aus, aber ich muss gerade an das Anwesen von Aramis Stilton denken. Dishonored 2. Marschmusik. Will der Parker nicht selbst was sagen? Für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und gar nicht von ganz Kyrat. Gewähren Sie ihm jederzeit Vorfahrt und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie sich ihnen nähern. Befehlen der Royal Army ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Möge Pergamins Licht Sie alle erleuchten. War gerade eine Gunner Pflanze? Nein. Ah, jetzt habe ich den Schwung verloren. Uiuiui. Ich warte noch eine Ansage, Durchsage ab. Des Ministeriums für Heimatschutz. Diese Botschaft geht an alle Mitglieder des Goldenen Pfades. Oh. Warum setzt ihr euren aussichtslosen Kampf fort? Merkt ihr nicht, dass eure Verblendung Leben kostet? Das Töten kann aufhören. Ihr müsst euch nur ergeben. Stellt eure Angriffe ein und Pergamin wird uns in
in eine neue Ära des Friedens führen. Möge sein Licht uns alle erleuchten. Ja, einfach nur Schiss, dass sie alles verlieren. Die merken nämlich, oh oh, wir verlieren Außenposten und Glockentürme. Oh oh oh, unser Marktanteil sinkt. Es wird schon wieder schön hell. Ich gehe hoch. Ob hier noch jemand ist, nachdem wir den Außenposten in der Nähe schon platt gemacht haben? Oder ob das gar nicht relevant ist? Hier scheint keiner zu sein. Da gibt es dann was abzuliefern. Das haben wir von hinten gesehen. Das Poster. Also dem Poster hat was von... Ah gut, oh. In GTA Vice City, da gab es die Totems. Dann in San Andreas gab es die Graffitis. Bei GTA 4 bin ich raus, habe ich praktisch nie gespielt, weil es einfach so extrem verbuggt war am Anfang. Bei GTA 5 gab es diese Plakate dann in Anführungszeichen Beverly Hills, Vinewood. Aber das waren nicht so viele wie hier mit bis zu 150 in GTA 5, das war überschaubarer. Mit Tür. Glocke ist schon runtergeflogen. Die Glocke ist runtergeflogen? Ja doch, hier knapp dran vorbei. Erstmal vor Freude in die Luft gesprungen. Yay, wir haben den Ball aus dem Posten. Glockenturmschläger. Keine Kiste. Wie schnell wir in der Hocke sind. Schön. Schluss hier mit dem Müll. Wir haben schon mehr als ein Drittel geschafft. Agori Ashram. Weg ist die Geisel. Ah, die sind aber schon oft sitzen geblieben, die drei da. Nee, das geht gar nicht mehr. Kostenlos Leuchtpistole. Immer Wegschrift. Das ist doch die Schule. Die Ziegelfabrik. Heißt grünes Leuchten böse? Das müsste böse sein, so weit im Land drin, oder? Grün heißt Freund. Die Ziegelfabrik. Stimmt, da wollte ich auch was machen. Gibt's hier Tiger? Ja. Ich wollte noch gar nicht runter. Die Fracht ist geladen. Aber ich brauche eine Eskorte. Folgt mir
die Army wie Fliegen im Jack auf. Bewaffnete Eskorte. AJ hier, kann ich euch helfen? AJ, wir schicken unseren Kameraden eine Ladung Vorräte, um nur Drogengeschäfte zu stören. Kannst du sie beschützen? Klar, kann ich machen. Beschützen klingt machbar. Ich schicke dir den Standort des Trucks. Deswegen gibt's hier auch kein Gyro. Nee, ein Adler. Da bist du ja. Wir rechnen mit schwerem Widerstand. Ach, die Musik. Über den Granatwerfer. Schon dabei. Achso, weggepackt. Nee, der ist woanders. Abgesägte Schrotflinte. Huh. 24. Mehr als beim letzten Mal. Kommt alle her. Oh, geht weg. Oh, nicht platt fahren! Du Arsch! Der hat das doch gesehen. Hinter uns. Boah, das Blutspatz. Wie gut der fliegt. Die Straße ist blockiert! Oh. Auffällig. Rote Fässer und sehr doof platziert für die Verteidiger. Für dich. Hinter uns! Sie sind hinter uns! Hier müsste eine Munitionskiste liegen. Rüste dich neu aus, wenn du was brauchst. Hier müsste eine liegen. Nein, warum? Mann! Ich habe keine Reifen mehr, die können nur noch schießen. Wir leuchten ein paar Bahn. Sie sind hinter uns! Dem Truck geht's doch wenn gut? Naja, doch nicht so. Überleben, hä? Sind wir in Sicherheit. Ich muss ausstecken, bleibt der automatisch stehen, oder? Hoffe ich zumindest, ich probier's mal. Nein, er kriegt's nicht mit! Okay, doch. Komm schnell zurück. Wäre auch Quatsch gewesen, wenn er es sofort bemerkt hätte. Wie auch. Er muss ja in den Rückspiegel gucken. Wird bloß gucken. Schön, dass nicht immer nur was zu holen und abzugeben ist. Auch zwischendurch mal wieder sowas, ja. Glaub bloß nicht, was du im Radio hörst, mein Freund. Opium ist das wahre Opium für die Massen. Ich frage mich, wie so eine schöne Blume so viel Leid und Schmerzen verursachen kann. Ich glaube, wir sind da. Früher gab es sehr strenge Drogengesetze hier. Nicht, dass sie jemals durchgesetzt worden wären. Einiges ändert sich wohl nie, was? Fahr dir nicht um. Yeah, so feiert man das doch, oder? Man schießt einfach mal wild in die Luft. Nicht den Hang runter, ja? So, wir standen im Stau. Sehr lustig. Lass uns die Vorräte abladen. Danke für deine Hilfe. Bin ich froh, wenn das alles vorbei ist. Das klingt nicht gut. Bei den Göttern! Schön, dass sie nicht einfach irgendwo im Himmel verschwindet. Schön, dass die auch wieder runterkommt. Den kennen wir ja. Schickes Teil. Speed. Control. Speed. Niemals stehen bleiben. Cooler Film. Immer fahren. Immer die Mindestgeschwindigkeit halten. Was? Na, die Fassrolle müsst ihr noch üben. Das Auto kann aber nichts dafür, dass solche Idioten da am Steuer sind. Entschuldigung, waren. Der Dreck noch da war, die Scheibe aber gesplittert. War. Einfach mal mitgenommen. Die dunkle Herrin. Lasst euch nicht von den alten toten Göttern hinters Licht führen. Die dunkle Herrin Yakshini wird euch eine ganz neue Ebene des Genusses zeigen, sodass eure
dass eure bebenden Lippen keine Worte finden, sie zu beschreiben, geht von hier an westlich in Richtung des Glockenturms. Dort findet ihr Kammer. Ihre Kammer, der Gläubige. Das ist eine alte Zeitungsschnipsel, aber in Farbe. Die sind auf jeden Fall bedruckt. Der mampft ja an dem roten Armeemann. Blau ist er mit Sicherheit nicht, der Armeemann. Tigri zu unserer Linken und dann Fashion Week vielleicht. Wieder auf Tigri-Jagd. Ich will nicht zu viele Tiger abknallen, deswegen... Boah, schon 10 Punkte. 5, sprich 3. Wir brauchen unbedingt einen größeren Geldbeutel. 7 Schnee und 5 König. Fünfmal Tigerfell, 3 Tiger, sind das wohl? Natürlich kommt jetzt wieder kein Tiger an. Gut, aber ich suche ja noch nicht so lange. Trotzdem. Wie schön das hier aussieht. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr euch keinen zulegen könnt, probiert zumindest mal aus. Zum Beispiel... Ist an sich egal welches Spiel, selbst ein Grand Prix 4 profitiert davon. Einfach mal auf einem OLED-Bildschirm mit HDR aktiviert eben das Ganze zu spielen. Das ist ein Riesenunterschied. Und danach ein UHD, damit es ganz, ganz schick ist. Wir haben Befehl, bei Sichtkontakt zu schießen. Bestenfalls mit 120 Bildern pro Sekunde. Ah, wir lösen euch mal ab. Nein. Oh. Gerne nur freilassen. Warum ist das gerade ein Tier, was wir brauchen? Mann, ey. Diesmal bin ich so. Nämlich gemein. Kopfschuss müsste eigentlich deutlich sein. Waren es nur noch 2. Wie komisch das Blut tropft. Oh, der gehört uns noch gar nicht. Dann gehen wir woanders jagen. Da wird von Alarmen gesprochen, das ist ja die Mehrzahl. Da ist ein Truck. Wird doch nicht ohne Grund bewusst die Mehrzahl verwendet. Offiziell sind wir noch nicht im Gebiet. Die können doch etwas umherstreifen. Yeah.
ist ja interessant. Wieder sowas von typisch. Ich suche einen Tiger im Tigergebiet und es kommt kein Tiger. Da sind sogar vier. Och, die lassen uns ja gar nicht mit ihnen spielen. Das ist schon wieder der Außenposten. Jetzt fängt er an zu rauchen. Der Käfig ist wieder weg. Fällt mir schwer zu glauben, dass jemand auf den Funkturm klettern und den Sender zerstören würde. Oh, er wird gegrillt. Der hat ein Wurfmesser in der Hand gehabt. Na? Du nennst dich selbst ein Krieger? Na. Ah. Ich hätte den Galadar verziehen sollen. Was ich auch nicht verstehe, warum kann man nicht einfach nur den Fallschirm ziehen? Ich würde jetzt ganz gerne auf den Wingsuit verzichten. Das ist der gleiche Typ wieder? Nein, naja, nicht ganz. Der Sherpa ist hier. Der Typ da drin ist tot. Ist links von uns. Guten Tag. Vielen Dank. Bitte beehre mich bald wieder. Hier oben ist aber echt nicht viel Platz. Oh nein! Klein machen, Deckung suchen. Klein machen, Deckung suchen. Klein machen, Deckung suchen. Wo ist denn der Haltepunkt hin? Warum liegen hier Leute rum? Wir waren da noch vorhin. Welche vom goldenen Pfad? Greift gerade ein Adler den Sherpa an? Das wirkte gerade so. Nein, du wirst uns in Ruhe lassen. Oh, 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 oh. Mit Tiger suchen wir das hier irgendwie schwierig, habe ich das Gefühl. Ah. Wir jetzt greifen uns noch die Nashörner an. Zwei Kopfschüsse reichen dann doch aus. Nein, wir wollen jetzt hier häuten. Weg, ihr Nashörner. Wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Sind das? Ich wollte schon sagen vier, aber das war bloß ein dicker Felsen. Also hier ist die Wiese nicht sehr groß. Ich hoffe, oben ist auch noch Tigergebiet. Jetzt brauchen wir noch einen. Molch oder Wolf gesagt? Achtung! Achtung! Dürfen wir nicht machen.
Was kann dann Mary May denken? Molotovs. Waren wir jetzt weit genug weg? Spawnt da unten wieder ein Tiger? Nicht am Zelt geklopft. Hier trampelt was. Oh. Das ist doch Tigri. Der letzte, wenn wir es richtig machen. Nein, 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 die beschädigen das Fell. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wir brauchen nur noch einen Fell. Nein, nein, lass das trotzdem. Oh. Spring jetzt nicht so da hoch. Wie du aussiehst. Nur eins, oder? Weil beschossen wurden. Aber dürfte ja reichen. Es kommt gar kein Symbol zum Bau hier los. Hatten wir bloß einen Fall beim Käfigtiger? Oh, nee. Was? Dann hat er wieder nicht gezählt? Scheiße. Oh, Mann. Wir hatten noch Käfig da oben und hier, das müssten ja eigentlich 5 Fälle sein, aber ich glaube, das im Käfig hat wieder nicht gezählt. Weil das nach wie vor zu einfach ist. Cool. Mäm, 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 mäm. Ja? Mäm, jetzt. Rutscht ganz schön. Hat so viel Grip wie eine Seife in einer eingefetteten Pfanne. Angst vor so einem Luftkissenboot. Nicht weiterlaufen, wir sind doch hier dein Gegner. Nicht das Tier, was du gerade jagst. Hä? Was jagst du denn? Ich glaube, dass du noch Angst überleben, hä? Oh Mann. Jetzt lauert der im Busch und greift uns dann an. Der hat einen Schiss. Der gönnt uns die letzten 2 Fälle nicht. Wenn er wirklich abhauen will, dann ist er viel zu schnell für uns. Nie wieder Tiger umhauen, außer sie greifen uns an. Neun Granaten, 9 Molotovs und 9 Wurfmesser und 9 Granatensteine. Aha, 50. Ich habe mich ja in Anführungszeichen aufgeregt, wie wenig Granaten oder Sprengbares wir in Far Cry 3 mitnehmen konnten. Hier sind es einfach mal 15 Granaten. Das ist übel.
Ich nutze hier ganz schön wenig die Minen. Portobar, was ist denn eine Portobar? Jetzt gucke ich noch. Nee, das ist irgendwas Schweiniges. Schweiniges. So. Portobar. Ist ein dreiseitiger, in einem Dolch oder Nagel, in einem Ritualgegenstand der in schamanischen Traditionen der Himalaya-Region sowie im Buddhismus in Tibet und in Böhmen verwendet wird. Die mit dem Gegenstand assoziierte Gottheit bzw. der Jidam wird Dorje Purba oder Vairakila genannt. Okay, wieder was gelernt oder gelesen und schon wieder fast vergessen. Oh, der Außenposten. Ich wollte jetzt aber eher mal was für die allgemeine Kleidung tun. Oh doch. Aua, heiß Feuer. Ah, da wollte ich auch noch mal gucken. Oh, ich hätte... Hallo? Ist nicht tief. Hoffentlich ist doch nichts Böses. Hat jetzt irgendwie gerade die Stimmung aus Tomb Raider oder Rock Raider? Warum? Weißes Blatt, okay. Ab 18. Ein Gaskocher? Nee, ein Kelch. So ein... Dingens, was? Eine Tasche. Tagebuch? Ein Brief. Aus dem Zweiten Weltkrieg? Verlorener Brief gefunden. Von wem? Von was? Eher von wem? Von Robert August 1819. Uiuiui. Meine liebste Charlotte. Unsere Ehe ist in der Tat ein heiliger Hexenabbat. Ich verstehe, dass die widrigen Umstände deines Zustands dich dazu verleiten, dich vorwurfsvoll zu äußern oder zu verhalten, aber vergiss nicht, wie sehr ich dich liebe und wie sehr unsere wachsende Familie von dieser Reise profitieren wird. Ich will nicht dein Mitleid, doch letzte Nacht gab es einen Anschlag auf mein Leben. Einer der Einheimischen war beleidigt, als ich das viel zu scharfe Essen ausspuckte, das er mir serviert hat. Zum Glück kam mir einer der Gurkhas zu Hilfe. Einen Augenblick später lag der Angreifer tot auf dem Boden. Ich habe ihn in seiner Muttersprache dafür gedankt. Fick dich. Ich fange an, kleine Bruchstücke der Sprache aufzuschnappen und höre oft zu, wenn die Einheimischen von ihrer Mythologie sprechen. Ich kann nicht alles auseinanderhalten, aber so langsam entwickle ich ein gewisses Verständnis. Ich zähle die Tage, bis ich zu dir zurückkehren und dir helfen kann, unseren Sohn auf die Welt zu bringen. Mit all meiner Liebe, Leutnant Robert F. Barclay. Hat er dann Barclays gegründet? PS, auch wenn mir Thomas gefällt, immerhin ist er der Name deines Vaters, hatte ich persönlich immer eine Vorliebe für George. George Barclay. Ich will nicht dein Mitleid.
klingt irgendwie, es liegt etwas im Argen zwischen den beiden. Vielleicht, weil er so weit weg ist. Dass er das halt so betonen muss mit dem Mitleid, das finde ich komisch. Wie hell das auf einmal ist. Geiseln retten. Wer weiß, wie viel davon gleich noch übrig ist. Zuerst umbringen. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Tja, wer weiß das schon. Wir werden jetzt nicht die Zeit zurückdrehen, das herausfinden, ja. Ist meines Erachtens genau hier runter. Hier ist ein wildes Tier zu hören. Brauchen wir nicht mehr. Oh, Bär und Tiger. Das ist so cool. Ist das selbst die Tierwelt? Nein, wir wollen jetzt zugucken. Wie sich jetzt selbst... Du Scheißvieh. Ha, interessant. Wir kommen nicht in die Animation, wenn wir gerade in der Kamera sind. Bär gewinnt. Wie sich die Tierwelt auch selbst untereinander angreift. Eigentlich wollte ich jetzt fliegen und nicht aufs Maul. Wah. Slalom. Nein. Hier ist ein Zaun, das schaffst du niemals. Ist der durchgängig? Nein, er ist leicht offen. Ja, mach. Mach weg. Ja, so zum Beispiel. Hier, friss das. Pff, einfach so verschwunden. Ich geh rein. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. Oh. Ach ja, wir haben ja was ausgebaut. Klingt nicht so gut für die Frau da draußen. Oh, Scharfschützengewehr. Oh, Bär. Ach Mann. Hat einen neuen... Ah. Schwarz. Bringst hier alle um, das ist nicht so ganz in Ordnung. Jetzt lebt hier gar keiner mehr. Ja, das war doch die Karte, ne? Moment. Da. Besorge die Haut von Cardadan, dem seltenen Nashorn, Mr. Chiffons teuerste Handtasche in der Geschichte der Handtaschen. Mr. Chiffon, wegen dieses Designs, sind Nashörner nicht bedroht? Nicht in Kyrat. Der König hat ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen, als er den Thron bestieg. Er ist besessen von traditioneller Medizin und glaubt damit, sein jugendliches Aussehen bewahren zu können. Raupenpilz am Morgen für mehr Energie, Tigerpenis am Mittag für die Männlichkeit und Nashornhorn am Abend gegen Falten. Wir haben mehr Nashörner, als wir brauchen können. Reiche Geschäftsleute bieten Means Gouverneuren $200,000, nur um eins davon zu jagen. Wow, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Und ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Handtasche der Geschichte besitzen wirst. Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben. Falls du am besten, aber... Also geh jetzt da raus und sei grimmig. Am besten hält die Nashornhaut aber am Nashorn. Geh bitte in dein... Geht bitte in eurer... In euer Auto zurück. Geht in euer Auto zurück, das Tier lauert schon. Oh, das geht schief. Okay, die hat's gehört. Mein Herz ist brennt. Krieg ich was drüber fahren? Scheiße, nicht durch!
das mal kein Hinterhalt ist. Das ist doch inszeniert, das ist doch niemals wirklich so passiert. Ach so, wegen des Nashorns? Ernsthaft? Wegen des Nashorns liegt jetzt hier ein Auto neben der Straße und die Munition auf der Straße? Okay. Ich fall in den Rhein! Nee, das lassen wir lieber sein. Ja, so! Ich schick dich zu deinem Kleinen an! Sollen wir das wirklich mit der Schrotflinte machen? Gut, beim letzten Mal mussten wir den Granatwerfer nehmen. Das war jetzt auch nicht so hautschonend. Das ist auch so widersprüchlich. Wir sollen... Die Haut soll ein Leben lang halten. So ganz, ganz lange. Und was machen wir? Wir nehmen eine Schrotflinte, damit wir schön die Haut auffetzen. Und den Granatwerfer, damit die Haut schön aufgesprengt wird. Erlege Karda dann mit einer Schrotflinte. Was ist denn hier los? Karda dann ist hier. Wow, ein Stachelschwein. Aus dem Weg! Sind leicht gesprungen. Was hat denn der? Hat der Zahnschmerzen oder warum? Hat der so ein Seil um die Schnauze herum? Oh, der Zorn geht ja kaputt. Puh, ist ja alles interessant. Dass wir das gar nicht abgeben müssen. Das macht's. Einfach, aber schon komisch, oder? Moment. 15. Sehr schön. Cool, wie das auch angekuckelt aussieht. Geiles Detail. Friend drive safely, safe, alive. Ich hätte gern mein Scharfschützengewehr zurück. Schön, dass die Sachen hier meistens, ich will es mal nicht verschreien, dann noch da liegen. Geil. Das ist nicht unser Scharfschützengewehr, wie ungeil. Verschrieben. Tigri. Fahr los. Ohne Tiger, bitte. Au, fahr los. Los fahren. Dann machen wir halt eine Pause. Oh, Leopard gegen Tiger. Wedi, greifen beide uns an. Ja, es zielt auf den Tiger. Nicht uns treffen. Oh, das war schlecht meinerseits. Das trifft doch mal. Verscheucht. Hast du unser Scharfschützengewehr geklaut? Nee, das ist schallgedämpft. Hm. Noch gar keinen Zorn hier gespürt. Gut, dann sind wir wieder auf einem aktuellen Stand und können in der nächsten Folge wieder irgendwas anderes machen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.